Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum. Ich freue mich ganz herzlich, Sie heute hier begrüßen zu können zur Auftaktveranstaltung der neuen Spielzeit der Gesprächsreihe UM Politics Talks. Und ich freue mich ganz außerordentlich, zu meiner Rechten heute Abend hier als Gast des Abends begrüßen zu dürfen, Peter Sloterdijk. Ich bin Philipp Kovtsche und ich freue mich, jetzt eine Stunde mit Peter Sloterdijk im Gespräch zu sein und werde ihn nur auf das Nötigste vorstellen und hoffen, dass er mir das nicht übel nimmt. Peter Sloterdijk hat in seinem Leben schon einiges gemacht und ist schon so manches gewesen, unter anderem Professor an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe für Philosophie und Ästhetik und zeitweise auch Rektor besagter Hochschule. Peter Sloterdijk ist immer noch und immer wieder etwas, was, wenn man die Hyperbel bemühen würde, die Übertreibung als eine seiner rhetorischen Lieblingsformen, dann ist er immer wieder und immer noch ein Hyperphilosoph, der von der datierten Notiz bis zum Großessay, vom Schelmenroman bis zum Opernlibretto eigentlich jedem Form, jedem Format philosophische Gesichtspunkte abgewinnt. Nicht zuletzt auch dem philosophischen Quartett, was er jahrelang mit Rüdiger Safranski im ZDF moderiert hat. Peter Sloterdijk wird aber auch noch einiges werden, so zum Beispiel im nächsten Jahr am Collège de France eine Professur bekleiden in Paris und dort etliche Vorlesungen halten, die er noch vor sich hat und deren Vorbereitung noch ansteht, wie mir ihre Gattin so freundlich war, mitzuteilen. Wie gesagt, ich will Sie nicht länger in den Vorbereitungen stören für das 2024-Event in Paris. Dennoch schön, dass Sie heute hier in Basel sind. Das Thema des heutigen Abends lautet: Du musst dein Leben ändern. Und manche informierte Sloterdijk-Leser unter Ihnen könnten den Eindruck haben, sie würden sich heute hier in einer Retro-Veranstaltung befinden. Denn es liegt doch schon mehr als ein Jahrzehnt zurück, dass ein Buch gleichen Titels im Surkamp Verlag erschienen ist, selbigen Autors, Du musst dein Leben ändern. Warum also nach dieser Bucherscheinung 2009 im Jahre 2023 noch ein Abend zu diesem Titel? Nun, weil ich den Verdacht habe, dass es sich bei diesem Titel um einen solchen handelt, der sich eigentlich fortwährend aktualisiert. Das Datum der Neuerscheinung, das Datum des Erscheinens des Buches liegt naturgemäß chronologisch weiter und weiter zurück. Aber der Imperativ, der diesem Buch, der diesem Großessay vorangestellt ist, der entliehen ist einem Gedicht Rilkes, der, so würde ich sagen, aktualisiert sich von Jahr zu Jahr, von Tag zu Tag, sodass wir es mit einem Buch, mit einem Titel zumindest zu tun haben, das an Aktualität gewinnt, obwohl sein Erscheinen mehr und mehr zurückliegt. Kennen Sie solche Erfahrungen der zunehmenden Aktualität mit weiter zurückliegender Vergangenheit, lieber Herr Sloterdijk? Damit würde ich gerne unser Gespräch eröffnen. In eigener Sache kenne ich es durchaus. Andererseits möchte ich sagen, die ganze Literaturgeschichte, auch die Philosophiegeschichte, ist ja nichts anderes als eine Serie von Wiederentdeckungen von Autoren, die zum großen Teil nicht in direkter Tradition wirksam waren, sondern die durch eine Serie von Renaissancen hindurchgegangen sind. Selbst Immanuel Kant musste in der Mitte des 19. Jahrhunderts durch eine Schwächephase hindurchgehen, bevor der Neokantianismus um 1900 ihm eine neue Chance gegeben hat. Und ähnlich ist es natürlich auch in der Musikgeschichte. Denken Sie daran, dass seit dem Orfeo von Monteverdi in dieser Gattung ungefähr 40.000 Stücke komponiert worden sind. Das ist eigentlich nicht wenig für eine Zeitspanne von 420 Jahren.
In das Repertoire haben wir es nicht einmal 50 Stücke geschafft. Aber in eigener Sache würde ich sagen, ich erlebe fast täglich eine Reaktualisierung des Buches, durch das ich so in der Öffentlichkeit etwas mehr bekannt geworden bin, das unter dem Titel Kritik der zynischen Vernunft erschienen ist. Ein bissiges Buch. Ja, Kritik der hündischen Vernunft, könnte man auch sagen. Nicht wahr? Das aktualisiert sich einfach deswegen, weil ich damals den Fehler begangen habe, zu glauben, dass die Phänomene, die zynischen Phänomene der Weimarer Republik, beginnend mit dem Dadaismus und endend mit den sozusagen Expektorationen der Nationalsozialisten in den Jahren 31, 32, 33, so einen weltgeschichtlichen Gipfel des Zynismus dargestellt hätten. Das trifft nicht zu, denn was solche Phänomene angeht, leben wir jetzt erst im vollendeten goldenen Zeitalter, zumindest unter dem Aspekt, dass für den Kulturhistoriker die schlimmen Zeiten die interessanten Zeiten sind. Ich würde gerne noch mal auf den Rilke-Titel Ihres Buches zurückkommen. Du musst dein Leben ändern. Der Titel ist ja entliehen, wie gesagt, einem Gedicht, dem archaischen Torso Apollos. Und er steht am Ende dieses Gedichtes und er taucht unvermittelt, plötzlich mit einer Gewalt und Wucht auf, die sich vorher keineswegs ankündigt, wenn vielleicht dann andeutet. Können Sie beschreiben, wann Sie zuletzt diese Wucht jenes absoluten Imperatives gepackt hat, der Sie dort ein ganzes Buch gewidmet haben und die heute uns von allen Ecken und allen Enden entgegenzuschallen scheint? Du musst dein Leben ändern. Im Falle Rilkes war es ein Torso, war es ein Kunstwerk, das ihn das hat vernehmen lassen. Von wem vernimmt man diesen Ruf? Wer ruft da? Und wie fühlt man sich berufen und getroffen von einem solchen Ruf, um dann die Selbstverwandlung anzutreten? Der Fall Rilkes ist relativ leicht zu erklären. Er war damals in einer merkwürdigen lebensgeschichtlichen Rolle befangen. Er diente eine Weile dem großen Bildhauer Rodin als Privatsekretär und hatte sich damals so einige Freiheiten herausgenommen. Auch, er hatte auch Briefe von Rodin in dessen Namen verfasst und also er hat den Begriff der dichterischen Freiheit einige Nuancen abgewonnen, die Rodin selber nicht so sehr geschätzt hat. Rilke hat sich in seiner Freizeit sehr häufig in den Kunstschätzen von Paris umgesehen. Und es gibt die Legende, er habe an einem Tag in der Antikensammlung des Louvre eine Statue gesehen, die ihn besonders berührt hat. Es ist, wie wir inzwischen wissen, keine archaische Statue Apollos gewesen, sondern eine aus dem 4. oder 5. Jahrhundert. Sie war aber so verstümmelt, dass sie gewissermaßen übermäßig nachgealtert erschien. Der Kopf war weg, die Arme waren weg, die Beine waren weg, das Geschlecht war weg. Und von allem Übrigen waren eigentlich nur noch Ahnungen da. Aber Rilkes spezifische Sensibilität hat dafür gesorgt, dass er dieses Stück Stein, das vor ihm stand, noch metaphysisch auf Sendung zu sein geglaubt hat. Er hat den Stein angeschaut und spürte eine Emanation. Er hat gemerkt, ich, schwachleibiger junger Dichterling, stehe hier vor dem Rest eines Gottes, dessen sozusagen virile, aber auch sozusagen spirituelle Emanation immer noch kräftiger ist als alles, was ich bisher verfasst habe. Und dann kann er diesen dionysischen Stein, von dem er übrigens ja auch behauptet, dass er die Oberfläche schimmere wie von Tigerfellen, ne? Dann kann er plötzlich die Stimme aus dem Stein vernehmen, die ihn andonnert, indem sie ihm sozusagen die nächsthöhere Vitalitäts- und Spiritualitätsebene aufzeigt, auf die er sich zu begeben hat. Und das Grandiose an dieser Äußerung ist erstens, dass sie völlig unmanieriert ist und zweitens, dass sie
wie zufällig den Satz wiederholt, der am Anfang sämtlicher ethischen Systeme steht, die die Menschheit bis zum heutigen Tage hervorgebracht hat. Die älteste Sammlung solcher Sätze, die sich in dem Satz »Du musst dein Leben ändern« resümieren lassen, stellt wahrscheinlich die Sammlung der langen Reden des Buddha dar. Der Gautama hat ja nichts anderes getan, als zu seinen Zeitgenossen Reden zu halten, in denen er ihnen zeigt, wie sie aus dem Unhaltbaren, nämlich ihrem bisherigen Leben, herauskommen und in dieses andere Leben überwechseln können, unter welchen Bedingungen sie an das Alte gebunden sind und wie, unter welchen Bedingungen das Neue sich ihnen erschließt. Könnte man aber sagen, wenn man auf Rilke und seinen archaischen Torso zurückgreift, dass es schon zu Rilkes Zeit in gewissem Sinne Götterruinen gewesen sind, durch die die höhere metaphysische Emanation einen noch ansprach. Es gab eine Zeit, da haben die Götter womöglich noch direkt mit den Menschen kommuniziert. War Rilkes Vertikalspannung schon eine moderne, insofern sie eigentlich jenseits einer selbstverständlichen Götterwelt gestanden hat? Und wovon lassen wir uns, wovon lassen Sie sich heute mit jenem absoluten Imperativ ansprechen, der da sagt, du musst dein Leben ändern? Rilke gehört mit Sicherheit zu jenen Menschen, die von der lebensphilosophischen Welle erfasst worden waren, die um 1900 über Europa, insbesondere über Deutschland und die deutsche Jugendbewegung sich hinweg bewegt hatte. Und für sie nahm das Wort Leben einen heiligen Klang an. Und das Leben ist, besitzt diese Art von Heiligkeit, die sozusagen ihre Transzendenz in sich selber trägt. Das heißt, sie muss nicht, wie Jakob in seinem Traum von der Himmelsleiter, sicher sein, dass man das obere Ende der Leiter an den Wolken oder an irgendwelchen göttlichen Architekturen am Himmel anlehnen kann. Das Leben ist, wenn man so will, hat seine eigene leiterförmige Dynamik und es steigert sich und stuft sich auf aus seiner eigenen Bewegtheit heraus. Und der Satz, du musst dein Leben ändern, ist in dem Zusammenhang natürlich vor allem ein Aufruf gegen die Trägheit und gegen die Zufriedenheit. Der Mensch ist ein zweibeiniges, unzufriedenes Tier. Er hat Dostojewskis Mann aus dem Kellerloch gelegentlich bemerkt. Und solange er Elemente dieser Unzufriedenheit in sich trägt, wird er auch imstande sein, das ist auch Dostojewskis Antizipation, das Seine dazu beizutragen, dass der Glaspalast der Bequemlichkeiten in die Luft gesprengt wird, in der für alle Zeiten zu bleiben, man ihm bereits angeboten hatte. Gleichzeitig wissen wir von Herder her, dass der Mensch der erste Freigelassene der Schöpfung sei. Deshalb will ich nochmal darauf zu sprechen kommen, in welcher Form wir jetzt das Du musst dein Leben ändern, diesen Imperativ zu verstehen haben. Ist das eine Aufforderung, die von außen kommt und die eine solche Wirkmacht erfährt, dass der Angesprochene, dass der Angerufene eigentlich quasi nur noch mediumistisch von diesem Anruf geleitet zu Selbstverwandlungen fähig ist? Oder ist es vielleicht nicht zuletzt in modernen Zeiten so, dass wie stark und kräftig dieser Anruf auch immer erscheinen mag, er eigentlich umgewandelt werden muss, transformiert werden muss in eine Selbstübung, in eine Selbstaufgabe, in eine Selbstbefragung, aus der heraus dann dieser Fremdauftrag zu einem Selbstauftrag wird? In einer der Aphorismen der fröhlichen Wissenschaft schreibt Nietzsche, dass dieser alte Streit um Luthers Gnadenlehre sich in der Praxis ganz leicht auflösen lässt. Er sagt, die Werke und nochmal die Werke sind wichtig. Warum? Man muss nur üben und üben und üben. Und seit eines der gewiss die dazugehörigen Glaubensinhalte werden sich dann schon einstellen.
Ja, mit Antworten, die Übungen selber machen den Glauben und die Übungen. Und wer bei der Übung bleibt, der, bei dem bleibt auch die Gnade, weil die Gnade nur ein anderes Wort ist für Inform sein. Also, Englisch heißt es Fitness, das klingt sehr viel hässlicher. Während das deutsche Inform sein Schwingungen freisetzt, die bis nach Weimar reichen. Aber verstehe ich Sie recht, dass in dem Sinne Selbstverwandlung nichts anderes als autosuggestive Selbstumprogrammierung wäre? Nicht autosuggestiv, denn das ist die älteste Erfahrung, die Menschen in Übungskulturen haben, dass man nicht alleine trainieren kann. Ja, also wer glaubt, er könne ohne Lehrer oder ohne Meister sich auf diesen Weg begeben, scheitert in aller Regel. Es gibt einige seltene Ausnahmen von geglückter Autodidaktik, aber die sind meistens auch wenig attraktiv. Aber letztendlich wissen wir spätestens seit Nietzsche, dass man einem Lehrer schlecht vergilt, wenn man immer sein Schüler bleibt. Das heißt, das Ziel bleibt doch letztendlich ein bestimmter Zustand, eine bestimmte Form von Autonomie, in dem die schrecklichen Kinder der Neuzeit, um ein anderes Topos von ihnen aufzubrechen, mit den Vätern brechen, mit den Lehrern brechen und ein eigenes Projekt in Form setzen, sich selber in Szene setzen und zu Individualitäten werden, die sich nicht durch Herkunft, sondern durch Zukunft verstehen. Ja, der späte Nietzsche hat, würde ich sagen, fast jeden zweiten ernst gemeinten Satz, den er noch zu Papier gebracht hat, mit der Tendenz geäußert, mögliche Schüler im Voraus abzuschrecken. Also, denn er hat seine eigene Suggestivität sehr hoch eingeschätzt und hatte da sehr realistische Ansichten. Und er hatte eine vage Vorstellung von seiner eigenen Unwiderstehlichkeit und er wusste, was Verführbarkeit bei Menschen bedeutet, die nach dem Führer der Unschlüssigen suchen. Nicht? Das war der Titel eines spätmittelalterlichen Werkes von Maimonides, nicht? Dux perplexorum, der Führer der Unschlüssigen. Der Mensch ist eigentlich ein, im Wesentlichen, wenn man ihn so zum Brutto Nennwert auffasst, ein unschlüssiges Geschöpf. Ja, er besitzt zu wenig Evidenzen, er besitzt zu wenig Überzeugungen und er ist vor allem in der Regel untermotiviert, mit anderen Worten, er weiß noch nicht, was er in der nächsten Minute macht. Ja. Und aus dieser dreifachen Unterdetermination ergibt sich Anlehnungsbedürfnis. Und wenn nun Menschen auftauchen, die glauben sehr viel zu wissen, die setzen unweigerlich Attrappen für Anlehnungen. Aber diese dreifache Unterdetermination, die Sie gerade genannt haben, spielen sich im Rahmen dieser Unterdetermination des Menschen, des nach Nietzsche nicht festgestellten Tieres, spielen sich in diesem Rahmen die Freiheitsrisiken und Freiheitschancen ab, die zumindest die Modernen und in gewissem Sinne auch die Antiken für den Menschen zu reklamieren willens gewesen sind? Die antiken Menschen wären alle mehr oder weniger einverstanden gewesen mit einer Überlegung, die man in der Politeia des Platon findet, wo Sokrates zu einer längeren Rede ansetzt, in der er diese scheinbar lächerliche Idee kommentiert, dass man sich selber überlegen sein kann. Er sagt, was soll denn das nun heißen, dass ein Mensch sich selber überlegen werden können solle? Denn das heißt ja, er müsse sich zugleich selber sein eigener Herr sein und auch sein eigener Unterlegener oder Untergebener. Und man kann vielleicht mit Hilfe eines Reitergleichnisses das Selbstverhältnis von Menschen, wie sie in der antiken Polis bereits aufgetreten sind, begreiflich machen, beziehungsweise mit einem Verweis auf das städtische Parlament. Das ist eine kleine aristokratische Fraktion,
die einer großen und vielleicht auch vulgären Volkspartei gegenübersteht. Und die menschliche Person ist so konzipiert, dass die Aristokraten, die inneren Aristokraten nach Möglichkeit ans Ruder gelangen sollten. Sonst kommt durch die popularen Herrschaft irgendwie alles außer Rand und Band. Kurzum, was ich sagen will, die Entdeckung des Selbstbeherrschungsimperativs, ja, gehört zu den alten Bestandteilen all dessen, was man dann später Erziehung nennt. Nicht? Die früheren Kulturen hatten zum großen Teil keine ausgeprägte pädagogische Kultur, also keine Paideia. Und die Figur des Lehrers, des Didaskolos, ja, gehört ja neben des Philosophen und des Redners zu den verhängnisvollsten Vermächtnissen der griechischen Antike an die Moderne. Nicht? Das ist nicht der Pädagoge, der ist ja ausgestorben. Er hat nur verbal überlebt, weil wir die modernen Erzieher Pädagogen nennen. Was allerdings eine Fehlbezeichnung ist, der Paidagogos ist der ein Sklave, ein Haussklave, der die Schüler beim Weg zur Schule begleitet und darauf achtet, dass sie ihre Augen niedergeschlagen halten und nicht den Blickkontakt suchen mit den Lüsterlingen am Wegrand, die Schüler auf dem Schulweg beobachten. Also der Pädagoge ist sozusagen nur so etwas wie ein Hilfspolizist des eigentlichen Lehrers. Die modernen Pädagogen haben diesen delikaten Zusammenhang gnädig ignoriert und haben sich selber in die Nachfolge der knabenführenden Sklaven eingereiht. Nun müsste man, um dieses Bild aufzugreifen, wenn man aber jetzt von dieser antiken Perspektive zum Beispiel auf den Idealismus schaut und Fichte, Schelling, Hegel sieht, sagen, dass das waschechte multiple Persönlichkeiten gewesen sind, die doch von dem Versuch getrieben waren, dass man Herr und Knecht, Meister und Sklave in einer Person sein kann, wenn man zum Beispiel das Denken in einer Art kultiviert, dass es selbst kultivierend wirkt und man somit ein Element, eine Fähigkeit mit Meistercharakter zur Verfügung hat, die es dem Schüler selber ermöglicht, in einer Art, wie Sie es dann wiederum nennen, operativ gekrümmtem Raum die Arbeit an sich selbst permanent zu vollziehen und die Rückwirkung der eigenen Tätigkeit auf das eigene Tun, die Rückwirkung der eigenen Beobachtung auf den Beobachter, die Rückwirkung der eigenen Reflexion auf den Reflektierenden zu beobachten, mithin all die Formen der Selbstverwandlung zu beobachten, die in diesem operativ gekrümmten Raum, der in gewissem Sinne ein mikrokarmisches Motiv aufweist, nämlich indem ich permanent selber in den Folgen meiner eigenen Verursachung lebe, dass das sehr wohl etwas ist, was zum modernen Experiment hinzugehört. Die Internalisierung von vorher auf verschiedene personale Akteure verteilte Instanzen. Und wenn ich mich recht erinnere, sind Sie sogar so weit gegangen zu sagen, in Ihrem Kopf geht es teilweise zu wie im Plenarsaal einer parlamentarischen Demokratie. Das heißt, ich will nicht wissen, wie viele Stimmen bei Ihnen wohnen und bei Ihnen miteinander im Gespräch sind und gemeinsam Funken schlagen, damit das Feuer des Denkens sich entfachen kann. Das sind doch multiple Persönlichkeitsleistungen sondergleichen, für die es früher eine Unzahl von arbeitsteiligen Geistesexperten geben musste, die wir heute in gewissem Sinne als spirituelle Selbstversorger permanent zu absolvieren haben. Ja, das ist sehr schön beschrieben, nicht? Also wenn Sie einen Autor richtig ausdeuten wollten, sollten Sie eigentlich zu einer Formel kommen, die ungefähr so klingt. Er ist so etwas wie ein instand besetztes Haus. Also, in ihm haben sich sozusagen eine Menge sozusagen illegaler Untermieter niedergelassen, die allerdings sich auch um den Bestand des Hauses kümmern. Und solange ein solches Gebäude das Interesse von Okkupanten auslöst, solange ist die Person am Leben. Nicht? Also, tot ist eine Person dann, wenn in ihr niemand anderes mehr residieren möchte.
Und so gesehen könnte man natürlich auch für den deutschen Idealismus, der am Anfang von vielen Entwicklungen steht, die bis auf den heutigen Tag nicht zu Ende gedacht sind, man könnte ihn als ein Programm verstehen, wie man seine eigene, die Begeisterung in die eigene Regie nimmt. Indem man nämlich entweder die Idee oder das, sich durch die Idee des Absoluten so selber so begeistert, dass etwas wie eine autohypnotische Form von antidepressiver Monologik im Inneren entsteht. Und dass man sich auf denkerischem Wege sozusagen immer so in das Absolute oder in das Göttliche oder in was auch immer fallen lässt, dass ein Selbstbezug dabei herauskommt. Ja. Was man übrigens auch bei unseren Freunden, den Muslimen, leichter beobachten kann, weil die Fallhöhe in so etwas wie ein Konzept wie Allah viel populärer und leichter zu bewältigen zu sein scheint, als wenn man hochgezüchtete philosophische Begriffe als Trainingsgeräte gewählt hat. Nicht? Aber in der Tat, es geht bei solchen Systemen oft auch immer um die Selbstbemeisterung. Nicht unbedingt in dem Sinne, dass man ununterbrochen in Hochgefühlen wäre, das nicht. Aber dass man ständig in einer Beziehung zu regenerierbaren, hohen oder erhebenden Gedanken bleibt. Das ist ein Vorgang, den übrigens auf einem anderen Gebiet Schleiermacher einmal formuliert hat, als er die Religion definieren sollte. Und zwar nicht mehr als junger Mann, wo er noch übermütig gesagt hat, religiös ist nur, wer kein Evangelium braucht, sondern nötigenfalls selber eines schreiben könnte. Also da hört man, der Autor kann auch nicht älter als 25 sein. Nicht? Aber in späteren Jahren kommt er zu einer anderen, wenn man so will, eher musikologischen Definition von sozusagen gehobener Stimmung, nämlich dass es diese Leichtigkeit und Häufigkeit sozusagen der Erregung durch Erhabenes gelangen könne. Aber das macht den Trainingsaspekt von idealistischen oder auch religiösen Konzepten sehr deutlich. Weswegen ich einigen Theologen vor den Kopf gestoßen hatte, als ich in diesem Buch behauptet habe, dass der Begriff Religion irreführend ist. Es gibt gar keine Religion, es gibt nur Übungssysteme. Also Übungssysteme in dem Sinne, dass es Glaubensvorstellungen gibt, mit denen man selber wie mit einem, ja, wie mit Handeln, ja, aber sozusagen mit psychosemantischen Handeln innerlich trainiert. Ich will Sie nochmal unterbrechen und nochmal nachfragen, nämlich mit diesen Handeln und diesem Training. Ich habe schon ein paar Mal insistiert und nach dem Aspekt der Freiheit dabei gefragt und will ihn so verstanden wissen und ihn vielleicht kurz nochmal einordnen. Mich interessiert, ob es sich dabei um quasi notwendige Zwangshandlungen handelt bei dieser Selbstbemeisterung, ohne die moderne Conditio Humana nicht denkbar ist, oder ob es, selbst wenn sie vielleicht nicht anders denn als Homo Artista denkbar ist, sich dennoch um Gradualitäten der Liberalität handelt, die darin aufscheinen, eine solche Selbstbemeisterung bemeistern zu wollen. Ich frage auch deshalb die ganze Zeit nach und beharre auf dem Punkt, weil ich den Eindruck habe, in Bezug auf die Freiheitsfrage gibt es zwei unterschiedliche Sloterdijk-Kritiken und zwei unterschiedliche Sloterdijk-Kritiker. Die einen Sloterdijk-Kritiker, die zum Beispiel bei Regeln für den Menschenpark aufgetreten sind, die haben bemängelt, dass sie den Menschen doch zu sehr in seiner genetischen und in seiner sozialen Disposition beschrieben haben und vielleicht ihm zu wenig Freiheitschancen und Freiheitsmöglichkeiten der Selbstbemeisterung zugestanden haben. Andere Sloterdijk-Kritiker, die in dieser Stadt, an dieser Uni Bücher
in ihrem Verlag schreiben mit Titeln wie Gekränkte Freiheit, beschweren sich darüber, dass ein vermeintlich neoliberaler Peter Sloterdijk ein angeblicher Vordenker eines libertären Autoritarismus wäre, dessen entsichertes Freiheitsbedürfnis unbedingt wieder eingehegt werden müsse, damit der politisch rechte Rand nicht zur neuen Massenkultur wird. Will sagen, es gibt einerseits den Vorwurf an Sie, zu wenig wirklicher Freiheit dem liberalen Projekt des Homo sapiens zuzusprechen und die Selbstbemeisterung nicht als eine Freiheitstechnik zu sehen, sondern als eine letztendlich genetische oder soziologische Disponiertheit und in genetische und soziologische Zwänge eingebettet. Gleichzeitig gibt es den politischen Vorwurf, sie würden, so auch der Vorwurf im Sinne der besagten Steuerdebatte zur gebenden Hand und nehmenden Seite, sie würden sozusagen Freiheitsmöglichkeiten politisch überstrapazieren und sich aus Gebundenheiten und Bedingtheiten verabschieden wollen, die die Freiheit in sinnvoller Weise einhegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie hält es Peter Sloterdijk mit der Freiheit? Und welche Kritiker haben recht oder warum beide nicht? Ja gut, zunächst einmal glaube ich, dass Kritiker ihren Beruf gut machen, wenn sie sich darum bemühen, beim Missverstehen die Ersten zu sein. Nicht wahr? Das haben diese Autoren, glaube ich, exemplarisch vorgemacht. Ansonsten folge ich einfach der historischen Entwicklung der Freiheitskonzepte, wie sie in Europa entstanden sind. Die Urszene der europäischen Freiheit ist der Wille der der Griechen, nicht zwangspersianisiert zu werden. Deswegen haben wir Salamis und deswegen haben wir den Marathonlauf, den jedes Jahr Hunderttausende von Menschen unter einem sehr merkwürdigen Antrieb zu wiederholen geneigt sind. Denn wer 42 Kilometer läuft, um sich selber sagen zu können, ich habe es gemacht, der muss natürlich mit seinen Freiheitskapazitäten etwas ganz Besonderes vorhaben. Aber jeder Marathonlauf ist eigentlich eine, wenn Sie will, zitiert die Urszene Europas. Wir werden keine Orientalen werden. Wir werden nicht Untertanen des persischen Großkönigs werden und wir werden nicht die europäische Frugalität gegenüber dem persischen Prunk opfern. Wir sind in den Charakteristiken über den Alkibiades, hat man ihm ja immer vorgeworfen, dass er so ein Chamäleon-Charakter war. In Sparta war er der sportlichste und enthaltsamste Mann von allen. In Athen der erotischste und redegewandteste von allen. Und wenn er unter Persern war, dann gab er sich sozusagen wie üppiger, ausschweifender Orientale. Das war, wenn man so will, der erste postmoderne Europäer, der sich nicht für seine eigene Heimat entscheidet, sondern alles, was in der Welt geläufig ist, importiert und daher auch zum Verräter an seiner eigenen Freiheitstradition wird. Die Europäer sind zwei Arten von Menschen, also wenn sie auf der griechischen Schiene laufen. Das sind die, die sich gegenseitig erzählen, wie es im Trojanischen Krieg war. Ja, also die Einheit Griechenlands in der Antike bestand eigentlich ja nicht in einer politischen Organisation, sondern es waren homeridische Erzählgemeinschaft, heute würde man sagen, Literaturclubs, die sich gemeinsame bürgerliche Erinnerungen an heroische Zeit geleistet haben. Sie waren selber keine Heroen mehr, haben aber sich gegenseitig erzählt, was die Heroen getan und gelitten haben. Und der zweite entscheidende Punkt ist, dass wir sind keine Perser und wollen auch keine Perser werden. So wie heute die Ukrainer draufgekommen sind, dass sie zwar mit den Russen einiges zu tun haben, aber sie wollen jetzt keine mehr werden.
so sehr sie auch Affinitäten hatten. Und so sehr auch die Griechen Affinitäten zu den Persern haben. Ansonsten hätten wir nicht dieses Stück von Euripides, wo sich die Griechen in den Verlierer hineinfühlen. Historisch beispiellose Geste sozusagen transkulturellen oder nationenüberschreitenden Humanität. Also ich glaube, das ist das A und O des alteuropäischen Freiheitsbegriffes. Und das wiederum hat einen positiven Inhalt. Wir wollen so banal bleiben, wie wir sind. Ja, die Perser würden aus uns vielleicht höhere Menschen machen und würden uns mehr zwingen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Nicht so wie Nietzsche hat ja nicht umsonst sein prophetisches Hauptwerk, also sprach Zarathustra, genannt. Ja, weil er sagt, Zarathustra war derjenige, der die Sache mit Gut und Böse und mit der zweiwertigen Ethik in die Welt eingeführt hat. Und deswegen wird er wohl auch der Erste sein, der die nötigen Dinge sagt, die man braucht, um aus dieser moraldämonischen Dualität oder dem moraldämonischen Dualismus altpersischen Angedenkens herauszukommen. Nicht? Aber würden Sie sagen, die meisten europäischen Intellektuellen wissen nicht, dass sie Perser, dass sie iranisieren. Ja. Das macht die Sache in der Debatte sehr schwierig und auch mit den Leuten, die sich weigern, meine Freiheitskonzepte zu verstehen. Bei denen höre ich sehr viel neue iranische Töne. Ja. In meine sachlichen Beiträge zu einem positiven Freiheitsbegriff finden Sie in dem "Du musst dein Leben ändern", in den Passagen über das Training. Also wenn jemand ein Trainingsziel verfolgt, hat er dann weiß er, wenn er Musiker werden möchte, dass mit weniger als 10.000 Stunden Übung auf einem beliebigen Instrument aus ihm nichts wird. Ja. Oder zumindest vielleicht nur jemand, der mit Frauen und Kindern Hausmusik machen kann, ja. aber nicht auf die Ebene sozusagen der Publikum des Spielens für die Ohren anderer. Sagen wir so, ne. Auch jemand, der ein guter Handwerker werden will, in egal welchem Bereich, weiß, dass es Tausende oder Abertausende Stunden des Übens braucht. Und bei den Sportlern ist es ähnlich. Und die Beobachtungen dieser Art sind keineswegs besonders originell. Interessant ist dabei der Sache nur, ich behaupte, dass die ursprünglichen Christen, die auch so einen Imperativ gehört haben, wie du musst dein Leben ändern, dass die ursprünglichen Christen auch solche Übenden gewesen sind. Die nannten sich ja nicht umsonst die Athleten Christi. Und die gingen in die Wüste und haben ähnlich wie die griechischen Sportler sich mit Leibes- und Geistesübungen das Leben selbst schwer gemacht. Ich bin froh, dass ich Sie vorhin nicht unterbrochen habe, Herr Sloterdijk. Jetzt unterbreche ich Sie, weil ich noch einmal summieren will. Und zwar waren Sie kurz davor, Ihren Bogen zur Freiheit damit zu beenden, dass die europäische Freiheitsgeschichte darin bestehen würde, das Recht zu behalten, banal zu bleiben. Aber Sie haben ja jetzt den zweiten Teil dieser Freiheit noch hinzuerzählt und gesagt, sie beinhaltet eben auch die Möglichkeit, nicht banal zu bleiben, sondern eben etwas zu werden, über das Hergekommene hinauszukommen, in genau der spezifischen Weise, wie Sie es in der allgemeinen Übungstheorie in "Du musst dein Leben ändern" auch dargestellt haben. Und das heißt, man hat die Intuition, dass der Vertikalraum nach oben offen ist und dass sich niemand daran hindern kann oder niemand daran hindern sollte, auch in dieser Dimension Bewegungen auszuführen. Und jetzt habe ich eine Modalitätenfrage zu diesem Vertikalraum. Nämlich würde ich sagen, gibt es vielleicht zwei
grundsätzlich verschiedene Bewegungen zur Bemeisterung dieses Vertikalraums. Und beide könnte man, wenn nicht ihre Ursprünge, so doch eine bedeutsame Etappe historisch in der Schweiz gemacht haben lassen. Denken Sie an Lenin, der in Zürich die Weltrevolution vorbereitet und dann umsetzen will und der also einen weltrevolutionären Anspruch zur Bemeisterung des Vertikalraums formuliert. Gleichzeitig unweit von Basel, wo wir hier gerade sitzen, in Dornach sitzt ein Rudolf Steiner und formuliert lebensreformerische Überlegungen zur Bemeisterung des Vertikalraums. Wenn ich in den verschiedenen Publikationen, in ihren verschiedenen Äußerungen in den letzten Jahren versucht habe, ihre Präferenzen herauszuhören, dann korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, sehe ich Ihre Gunst eindeutig bei einer bestimmten Form angesiedelt, die gerade nicht den weltrevolutionären Topos, sondern eher den lebensreformerischen Topos befürwortet, die nicht alles auf einen Schlag, sondern Stück für Stück verortet. In der Hinsicht wären Sie viel eher Steinerianer als Marxist, viel eher Anthroposoph als Kommunist. Und meine Frage ist, ob Sie diese Präferenz in der Frage der Bemeisterung des Vertikalraums tatsächlich so auch heute noch plausibel machen würden. Nämlich, dass die Lebensreformer in gewissem Sinne, wenn man einen Strich unter die Rechnung des 20. Jahrhunderts machen würde, eine weitaus positive Bilanz vorzuweisen haben, als jene Weltrevolutionäre, aufgrund derer man es für eine glückliche Fügung halten muss, dass die Welt im 21. Jahrhundert immer noch so besteht, wie wir sie heute vor uns finden. Man kann das auch in Ausdrücken des Farbenspektrums beschreiben. Es sind nicht nur Steinerianer und Leninisten, die da sich gegenüberstehen. Der damals noch kommunistisch engagierte Autor Arthur Koestler hat in den mittleren 40er Jahren einen aufsehenerregenden Artikel geschrieben unter dem Titel Der Yogi und der Kommissar. Es gibt zwei Menschentypen in unserer Zeit. Erinnert übrigens an die Einteilung, die man bei Gottfried Benn findet, der sagt, es gibt nur noch zwei Arten von Menschen, Mönche und Verbrecher. Koestler hat anders extremisiert, er hat gesagt, es gibt nur noch zwei Typen, die sozusagen die Wirklichkeit definieren. Es gibt die Yogis und es gibt die Kommissare. Die Kommissare sind sozusagen diejenigen, die erstmal die Welt verändern wollen mit Waffengewalt. Kommissare sind übrigens diejenigen, die ideologischen Deputierten der Partei, die in den kämpfenden Truppen mitgezogen sind und dafür gesorgt haben, dass die Soldaten mehr Angst haben vor dem Kommissar als vor dem Feind und dass man nicht keinen Krieg gewinnen kann, in dem die Truppen nicht diese Art von Furcht besitzen. Und auf der anderen Seite haben wir den Yogi, der sich ganz aus allem herauszieht und an seiner eigenen Vervollkommnung arbeitet und der sich in die Wirklichkeit erst wieder einmischt, wenn er sicher ist, dass er keine negative Kausalität des Schicksals mehr in die Welt setzt. Ja. Also der Yogi wäre vergleichbar mit dem... Das ist eine nachhaltige Lebensform. Mit der ist bereits so die Urform des Fußabdruckbewusstseins, wenn Sie so wollen. Oder des Handabdruckbewusstseins, wenn Sie so wollen. Die Mönche in dem Orden der Jainas in Indien, die man auch die Digambaras genannt hat, die im Luftkleid gekleideten. Das waren also spirituelle Nudisten. Die erkannt man daran, dass sie immer mit einem Besen durch die Welt gegangen sind, weil sie den Platz, auf dem sie sozusagen den Fuß, den nächsten, beim nächsten Schritt ihren Fuß setzen wollten, freifegen wollten von Kleinlebewesen, die möglicherweise Schaden nehmen an ihrer toxischen Präsenz. Nicht? Also wenn Sie die Urgeschichte des Wortes toxisch
rekonstruieren wollen, dann wäre es ganz gut, wenn Sie sozusagen auf dem Umweg über Kalifornien sozusagen zu den westindischen Jainas zurückgehen wollen. Das heißt, die Schuldfurcht des Menschen und die Absage an die eigene vitale Expansivität so weit geht, dass man das Rad des Karmas und die Kausalität des Schicksals selber mit keinem einzigen Impuls mehr weiter in Bewegung halten möchte. Ne? Daher übrigens bei den Indern diese schöne Metapher, dass der Mensch, wenn er Einsicht erlangt hat, zwar noch weiter lebt, aber nicht mehr aus der Gier bewegten Dynamik heraus, sondern nur so, wie eine in einmal in Gang gesetzte Töpferscheibe sich weiter dreht, bis sie ihr Momentum verbraucht hat. Aber dieses erzeugt aus sich selber keine schuldhafte weitere Verstrickung mehr. Und irgend sowas müsste man für die gegenwärtige Menschheitssituation sich auch ausdenken. Ich glaube, dass die meisten Menschen spüren das von irgendwo, dass dieser Ruf, du musst dein Leben ändern, aus den hellsten und aus den trübesten Quellen gleichzeitig auf uns eindringt und dass wir auf einer moralgeschichtlichen Ebene gewissermaßen Zeitgenossen geworden sind der frühen Buddhisten, die plötzlich zum Verlassen des Hauses aufgefordert werden. Die buddhistischen Mönche heißen ja die Hausverlassenden, weil sie sich aus der familiären Galeere loseisen und eine völlig andere Lebensform suchen. Etwas, was die Inder nur in dem allerletzten Lebensabschnitt, in dem sogenannten Sannyas, sich gestattet haben. Und wir sind deswegen auch Zeitgenossen einer Neo-Sannyas-Bewegung geworden. Die hat damit natürlich auch was zu tun, dass man eine ältere Lebensform ablegt, weil die Zeit dafür reif ist. Und das frühe Christentum war in gewisser Weise ganz, ganz ähnlich. Da war ein neuer Imperativ in der Welt und es gab sehr viele Menschen, die gespürt haben, dass es auf dem alten Weg nicht mehr weitergeht. Aber wohin der neue führt, wusste man nicht. Wir sind in diesem Punkt ein bisschen besser informiert, nicht? Und wissen vor allem, dass das westliche Christentum, also das augustinische, natürlich eine riesige Sexualneurose in die Welt gesetzt hat, an deren Überwindung Europäer und Amerikaner und andere Menschen auf der Erde sehr tapfer gearbeitet haben in den letzten 50 Jahren. Sie haben vorhin gesagt, bei Ihren Kritikern nehmen Sie manchmal teilweise iranische Züge wahr. Wo iranische Züge wahr, hatten Sie vorhin geäußert. Meine Rückfrage wäre, sind diejenigen Anrufungen, die heute zu vernehmen sind, du musst dein Leben ändern, eher aus jener trüben Quelle gespeist, die mit dem Adjektiv iranisch von Ihnen beschrieben wurde? Und wenn ja, wo würden Sie zeitdiagnostisch weitere Indizien dafür sehen, dass der Ruf der Lebensänderung, dass der Ruf, du musst dein Leben ändern, heute im Mund geführt wird von einem Staat, der die Samthandschuhe auszieht, wie Sie in einem Interviewband mit gesammelten Corona-Interviews genannt haben. Wo würden Sie diese iranischen Züge sehen, wenn Sie sich heute umblicken und drohen uns eben in diesem Sinne ungut revolutionäre Zeiten einer neuen iranischen Revolution? Die iranische Logik ist seit der Französischen Revolution wieder in die Matrix der europäischer Intellektualkultur zurückgekehrt. Sie war allerdings hat nie wirklich gefehlt. Und sowohl das katholische als auch das protestantische Christentum hat den Versuch dargestellt, die dualistischen Fliehkräfte, die im Monotheismus gebunden sind,
unter Kontrolle zu bringen. Aber man hat gesehen, dass sobald sich diese Doktrinen politisieren, entstehen so neognostische, totalitäre Bewegungen, die so etwas wie die Sekte an der Macht vor Augen haben. Nicht? Und wenn Sie die großen Bewegungen des 20. Jahrhunderts genau studieren, sehen Sie tatsächlich die Sekte an der Macht oder genau gesagt das Komplott an der Macht. Nicht? Denn die Kommunistische Partei Russlands war ja eigentlich bis zuletzt mehr komplottistisch als sektierisch aufgestellt. Die echten Sektierer im sowjetischen Raum, die waren ja verdächtig. Also nur die Zyniker haben überlebt und nur die perfekten Lügner haben überlebt. Diejenigen, die versucht haben, den Marxismus ernst zu nehmen, die landeten im Lager. Und zwar deswegen, weil sie eine Norm gehabt haben, mit der sie ihre Chefs bis hin auf zu Stalin hätten kritisieren können. Nicht? Und solange sie ein echter Marxist sind, kannst du dem Konersten Stalin sagen, hör mal zu, du hast hier etwas sehr Unmarxistisches gesagt. Und darin sehe ich ein Problem. Nicht wahr? Und die typische Antwort Stalins wäre darauf gewesen, dass der Mann, der das Problem gesehen hat, in irgendeiner Versenkung verschwindet. Und dann stellt sich die Frage, wo ist das Problem? Nun sitzen wir hier heute in der Schweiz, heute Abend. Und wer zum Beispiel die Rolle des Prometheus gelesen hat, eines ihrer jüngsten Bücher, der konnte darin den Eindruck haben, dass sie ein waschechter Helvetophiler sind. Dort findet sich die Formulierung von der Helvetisierung des Planeten. Und ich frage Sie hier und heute, Sie haben die Chance zu erklären, warum am Schweizer Wesen die Welt genesen soll und ob Europa vielleicht erwacht, was Sie sich gewünscht haben vor 30 Jahren. Wenn es einen spezifischen Blick auf die Schweiz wirft, was finden Sie, berechtigt Sie zu der Formulierung, die ja an Pathos kaum zu überbieten ist, dass eine Helvetisierung des Planeten gut täte, um in reuigen Zeiten des Prometheus nicht zuletzt dem Klimawandel Abhilfe zu verschaffen. Deshalb freue ich mich, dass Sie heute hier die Gelegenheit nutzen und Ihre Konfession ablegen und womöglich noch die Chance erlangen, ein Willensgenosse der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu werden. Also ich bitte um Ihre Bewerbungsrede. Ja, also Sie haben das sehr richtig erfasst und ich finde es auch die Gelegenheit schön, dass Sie mir hier ein Formular vorlegen, das ich nur ausfüllen muss, um sozusagen... Mundart wird nicht eingefordert. Wie ich mir die Verschweizerung meiner restlichen Lebensjahre vorstelle und wie ich glaube, wie das die kommenden Generationen sich mit einem gewissen Maß an Helvetismus gegen die kommenden Dinge zur Wehr setzen werden. Die Grundthese ist sehr einfach. Die ist, ist seit 100 Jahren im Umlauf und wurde in den letzten Jahren auch durch Autoren wie Schumacher und andere propagiert. Es ist wirklich wahr, was auch Montesquieu und andere Autoren eben schon gesagt haben, nur relativ kleine Gemeinwesen können demokratisch regiert werden. Alles andere führt in die parlamentarische Oligokratie. Ja. Heu Oligoi heißen auf Griechisch die wenigen, nicht? Und Heu Polloi sind die vielen. Und wir haben weltweit die großen zahlenstarken Demokratien, werden überall in Ländern ausgeübt, die einfach zu groß sind für demokratische Prozesse. Und letzten Endes liegt all diesen Fehlentwicklungen, die wir heute in aller Welt beobachten und die vor allem den Westen im Moment so sehr beunruhigen und schwächen, liegt die Erfahrung zugrunde, dass sich die Menschen in diesen politischen Großkörpern nicht verstanden fühlen, nicht repräsentiert fühlen, dass sie in eine Dynamik hineingeraten, die ursprünglich niemand wollte, nämlich dass die da oben es machen.
und dass die anderen nur noch ihr Privatleben haben. Aber wenn, solange diese Teilung, die in einer unreifen Demokratie noch relativ gut funktioniert, ja, wie in der Bundesrepublik bis in die Ende der 60er Jahre hinein, als die Studentenbewegung aufkam, da waren wir eine glücklich entpolitisierte Großgesellschaft. Wir waren 65 Millionen Menschen. Auf einen Abgeordneten kamen 100.000 Wähler. Ja. Und den Namen seines Abgeordneten haben zahllose Wähler bis zum Ende der Legislaturperiode nicht kennengelernt. Ja. Dann wurde, das ist ein Strukturproblem, ein Repräsentationsproblem ohne Ende. Und die Schweiz ist deswegen glücklich daran, dass sie durch eine Serie von vorteilhaften Zufällen bis eben 1848 und letztens sogar bis in die napoleonische Ära zurückreichen, dass sie sich aus diesem inneren Imperialismus der Nationalstaaten herausgedreht hat, dass sie auch die Idee des Nationalstaats nie importiert hat. Ja. Wir haben die Idee des Nationalstaats in die dritte Welt exportiert, wo sie entsetzliche Verheerungen anrichtet. Und wir haben die Idee des Nationalstaats in der Gestalt des Steuerplantagenstaats ja, in allen europäischen Ländern implantiert und haben überall viel zu große Länder. Spanien ist viel zu groß, Frankreich ist für sich selbst unerträglich. Ja. Deutschland ist für sich selbst ein Rätsel. Ja. Das ist noch eine Steigerung von unerträglich. Ja. Ja. Und wenn Sie so weiter sehen, Polen ist zwar auch ein großes Land, ist aber immer noch auf der Suche nach sich selbst, nachdem es so auf so ungewisse Weise territorialisiert worden ist. Wie sieht die Lösung des deutschen Rätsels aus? Und bei den Italienern ist die Sache natürlich noch hoffnungsloser, weil die ebenfalls mit ihrer Überdehnung, mit ihrer Übergröße nicht zurechtkommen. Und schon Napoleon III. Wusste, dass es zwar schön ist, dass Italien jetzt auch eine Nation geworden ist, aber er wusste genau, dass der Süden nie ein Teil Italiens werden wird und kann. Wie sieht also der Masterplan Sloterdijk für die Bundesrepublik aus? Ist klein das neue groß und ist es im gewissen Sinne kontraintuitiv, für das Kleine zu werben? Wollen wir nicht immer groß, größer am größten werden? Ja, wie wird man kleiner? Wie entwickelt sich eine Kultur des Weniger? Wie entwickelt sich eine Kultur des Kleiner? Ja, ich würde sagen, wir müssen bei der Idee der Regionen ansetzen und bei der Idee der politischen Landschaft. Das hat was mit dem Begriff der Region auch zu tun. Die Bundesrepublik Deutschland ist insofern eine etwas weniger unglückliche Konstruktion, als sie ja viele Elemente, die jetzt föderativ heißen, aber die eigentlich ursprünglich feudal waren, ne, beibehalten hat. Wir sind ja sozusagen ein Patchwork aus ungefähr 12 bis 15 mehr oder weniger missglückten Verschweizerungsversuchen, nicht wahr? Wobei die Bayern und die Baden-Württemberger vielleicht in dieser Hinsicht am weitesten gebracht haben. Allein schon aufgrund der alemannischen Betonung der ersten Silbe. Während die übrigen Länder, vor allem die Stadtstaaten in Deutschland, noch üben müssen. Nicht? Das sind Städte und wissen daher noch nicht, wovon sie ein Teil sind. Was überhaupt das eines der Hauptprobleme der künftigen Welt ist. Sie sind dafür verantwortlich, dass ich jetzt lauter unverantwortliche Sachen sage. Aber da sie ja mal gesagt werden müssen, dann besser jetzt als nie. Es ist in meinen Augen das Wort gehört Ihnen. Ganz evident, dass all diese im Laufe der letzten Jahrhunderte zusammengestohlenen politischen Großkörper, die wir heute Nationalstaaten nennen, an erster Stelle natürlich die Mega-Imperien,
diese Mega-Imperien, China, Indien und Russland, dass die aufgrund ihrer sozusagen organisationstheoretischen Unhaltbarkeit im Laufe der nächsten 100 oder 120 Jahre erodieren werden. Wahrscheinlich eher früher als später. Das sind aber wunderbare Ausgangspunkte sozusagen für Konsolidierungen. Ich meine, je mehr aktiver Regionalismus in einer Welt bereits da ist, desto besser für alle anderen. Auch wenn die Vereinigten Staaten von Amerika sich irgendwann von ihrer weltpolitischen Rolle zurückziehen würden. Sie haben aber in der Gestalt der Staaten, haben sie ja bereits proto-helvetische Gene oder Elemente in sich. Wir haben nur ein Land, das definitiv zu groß geworden ist, das ist Kalifornien, mit über 40 Millionen Einwohnern, das ist ungesund. Aber alle anderen amerikanischen Staaten würden dieses Formatproblem nicht haben und hatten es auch nicht, bevor am Vorabend des Ersten Weltkrieges Amerika auf diese unglückliche Idee gekommen ist, Großbritannien in der Weltmachtrolle ablösen zu wollen. Also mit anderen Worten, wir setzen den Hebel überall dort an, wo Überdehnungen sind, zu große Strukturen. Schaffen kleinere Einheiten. Und loben die Schweiz über den grünen Klee, bis alle Schweiz-Kritiker vor Verzweiflung auswandern. Das ist sehr paradox, wenn man als Nicht-Schweizer in der Schweiz wagt, irgendwie Gutes über die Schweiz zu sagen, schallt einem sozusagen der selbstkritische Furor der helvetischen Moral entgegen. Ja? In dem Sinne, du hast keine Ahnung, wie korrupt wir sind. Ja. Dass man völlig wahnsinnig sein muss, wenn man an uns etwas Vorbildliches findet. Ja. Gut, ich kenne das Spiel jetzt lange genug. Es läuft für mich unter meiner Teilnehmer auch schon ein halbes Jahrhundert. Und ich bin nicht mehr so erschüttert über das Auftreten von Flagellantenzügen in Schweizer Gegenden, auch außerhalb der fünften Jahreszeit. Eine Frage zum Abschluss, Herr Sloterdijk, mit einer Anregung. Götz Werner, Gründer des größten europäischen Drogeriemarkts und wie Sie ganz lange Jahre in Karlsruhe tätig, hatte folgende Losung für sich und sein Unternehmerdasein. Erstens revolutionär denken, zweitens evolutionär handeln. Finden sich da vielleicht doch in gewissem Sinne Weltrevolution und Lebensreform zusammen, indem man sich der Stärken der einzelnen Disziplinen, der radikalen Umwälzung und gleichzeitig der behutsamen Implementierung derselben bemüht, indem man beharrlich im Bemühen und bescheiden in der Erfolgserwartung ist. Eine andere Formulierung von Götz Werner. Das wäre sozusagen ein Versuch der diplomatischen Vermittlung, wo wir hier heute auf Schweizer Grund und Boden sind, zwischen diesen beiden Antipoden, Revolution und Reformation, vielleicht am Ende doch noch einen Friedensschluss erreichen zu können. Stichwort Friedensschluss. Wir sitzen heute hier und können nicht über eine Sache nicht geredet haben. Ich las heute ein aufgeregtes Interview in der Neuen Zürcher Zeitung von einem Medienkünstler und Professor an der Hochschule für Gestaltung, der Institution, an der Sie langjährig tätig gewesen sind, der verlautbarte, er sei von Israel-Hassern umgeben und wisse nicht mehr ein noch aus. Von ihnen stammt, angelehnt an das deutsch-französische Verhältnis nach dem Zweiten Weltkrieg, eine kleine Schrift Theorie der Nachkriegszeiten. Werden Sie eine Theorie der Kriegszeiten nachschieben müssen angesichts dessen, was uns unmittelbar gerade vor Augen und in nächster Zeit vielleicht noch bevorsteht?
Also ich habe in dieser kleinen Schrift über Theorie der Nachkriegszeit, vor allem über das deutsch-französische Verhältnis nachgedacht und kam zu dem Schluss, dass wir uns umso besser verstehen, als wir aufhören, in einer sozusagen übertriebenen neurotischen Nähe zueinander zu existieren. Also individualpsychologisch gesprochen, wir können uns gut leiden, seit wir geschieden sind. Denn bis dahin haben immer die Franzosen sich versucht, sich in die Deutschen einzufühlen. Es gibt eine ganze große Literatur über Heinrich von Kleist, den Unterliteraten, der Prinz von Homburg, einer der populärsten Traumfiguren des französischen Imaginären. Auch Ludwig II. War tragisch unendlich populär. Und an ihn konnten sich sozusagen all die orientieren, die sozusagen den Narzissmus der verlorenen Sache im Fall Frankreichs, die Monarchie, kultivieren wollten. Dafür haben wir einen Schönheitskönig noch in Bayern hervorgebracht, was man von Bourbonen nicht sagen konnte. Kein Bedarf an einer Theorie der Kriegszeiten in heutiger Zeit? Ja, doch, wir haben Bedarf an sozusagen guten Scheidungsanwälten, nicht? Also wir wissen, es muss zwischen Israelis und Palästinensern ein gutes Scheidungsanwaltsbüro tätig werden, die diese Formen des mörderischen Clinchs auflösen kann nach den Regeln der Kunst. Das sind psychodynamische Dinge, über die man Bescheid weiß. Also das Handwerkszeug dazu liegt eigentlich auf dem Tisch. Die Situation ist nur inzwischen schon so verfahren und durch so viele Runden von teufelskreisartigen Drehungen hindurch gelaufen, dass die Kunst des Circulus Virtuosus, das heißt also der Kreislauf, in dem Gutes zu Gutem und Besseres zu Besserem führt, noch nicht gestartet werden konnte. Wer weiß, vielleicht findet sich für ein solches Vorhaben auch in Basel noch ein Anwaltsbüro, um auch dieser Sache dienlich sein zu können. Lieber Herr Sloterdijk, ich freue mich, dass Sie heute Abend hier gewesen sind, dass Sie unser Gast gewesen sind, hier in der ersten Veranstaltung der neuen Spielzeit von UM Politics Talks. Folgendes. Hoffentlich konnten wir Ihnen ein Geschenk bereiten. Das größte Geschenk, was wir Ihnen bestenfalls bereiten konnten, sind gute Fragen. Wenn Sie diese Fragen jetzt haben, dann dürfen Sie die mitnehmen. Zum Beispiel an die Bar, die jetzt gleich wieder für Sie geöffnet haben wird. Sie dürfen sie aber auch, wenn Sie wollen, mitnehmen an den Büchertisch der Buchhandlung Labyrinth, mit der wir kooperieren und die einige labyrinthische Bücher, die Sie durch die Gänge des Denkens, nicht zuletzt von Peter Sloterdijk führen, wird bereit halten. Und nicht zuletzt wird Peter Sloterdijk bereit stehen, auch dort diese Bücher zu signieren. Ich darf Sie freundlich darauf hinweisen, dass am 20. November in einem guten Monat hier die zweite Veranstaltung in dieser Gesprächsreihe, in dieser Spielzeit stattfinden wird. Zu Gast wird dann sein die Philosophin Eva von Redeker. Ich würde sagen, meine Mikrotheorie des philosophischen Duetts, das wir uns heute hier geliefert haben, besteht darin, dass ein philosophisches Duett dann gelungen ist, wenn es dann und wann gelingt, auch eine schlechte Frage in eine gute Antwort umzuschmelzen oder aus einer schlechten Antwort eine gute Frage zu gewinnen. Mögen Sie bestenfalls mit guten Fragen beschenkt sein, möge das mathematische Vorzeichen, was vor diesen guten Fragen steht, ein Multiplikator sein, und tragen Sie diese Ihre Fragen gerne in die Welt hinaus, und vielleicht kommen Sie mit diesen Ihren Fragen auch in einem guten Monat hier wieder zurück. Wenn Sie noch mal genau nachhören oder nachsehen wollen, was wir hier
gehört, empfunden, gedacht haben, dann können Sie das Ganze auch nachhören und nachsehen in den sogenannten sozialen Medien. Schön, dass Sie heute als Teilnehmer, als Beteiligte, als Übungstiere mit uns der gedanklichen Athletik sich gewidmet haben. Bleiben Sie gut hier oder kommen Sie gut nach Hause. Herzlichen Dank. Applaus